Ja, dann begrüße ich Sie nochmal herzlich und insbesondere Jörg Zierfass. Freue mich sehr, dass du hier bist und uns hier aus deinen vielfältigen Forschungen zur Geschichte und Theorie der ästhetischen Bildung etwas vortragen wirst. Ich werde kurz jetzt ein paar Worte zu Jörg Zierfass verlieren. Hat vielfältige Funktionen, unter anderem, und das sehen Sie dort drüben, die dunklen, die schwarzen Bände, ist er auch schon seit längerem Vorsitzender der Gesellschaft für historische Anthropologie. Diese historische Anthropologie und dann eben auch die pädagogische Anthropologie, kann man sagen, ist einer der oder der Schwerpunkte, einer der Ausgangspunkte von Jörg Zierfass Forschen und Denken. Er hat in Köln eine Professur für allgemeine Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der pädagogischen Anthropologie inne, forscht also in diesem Bereich und dann insbesondere im Bereich der ästhetischen Bildung, der ästhetischen und kulturellen Bildung. Er hat eine ganze Vielfalt von Büchern geschrieben, herausgegeben, die ich jetzt hier gar nicht alle nennen möchte, vielleicht jetzt nur vier, nämlich die Geschichte der ästhetischen Bildung, von ihm initiiert, noch damals, als er in Erlangen war. Ja. Dort übrigens auch Mitbegründer eines, wie heißt es, eines Zentrums für Ästhetik. Interdisziplinären Zentrums ästhetische Bildung. Also, und innerhalb dieser oder im Rahmen dieser Geschichte der ästhetischen Bildung sind jetzt vier Bände erschienen, vor kurzem gerade der letzte Band, der vierte Band zur Moderne. Kann ich nur empfehlen. Ist sozusagen eins der maßgebenden Überblickswerke zu diesem Bereich. Und ich denke mal, er wird uns in diesem, aus diesem Projekt gegebenenfalls auch einige Gedanken hier vorstellen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, bitte. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und für die Einladung. Ich folge in der Regel ganz gerne Einladungen und ganz gerne auch nach Berlin. Ich habe hier 30 Jahre gelebt und insofern ist mir die Stadt nicht ganz fremd, auch einige Menschen nicht ganz fremd. Bin 85 nach Berlin gekommen, habe studiert an der FU und dort ja, alle Weihen sozusagen, also Promotion, Habilitation abgeschlossen. Von daher habe ich mich als die Mail kam von Walter Brinkmann, habe ich mich sehr gefreut. Dachte, ach, das passt wunderbar. Das machen wir. So. Ich habe heute jetzt nichts vorbereitet über die Geschichte der ästhetischen Bildung, sondern ästhetische Erfahrung wird von mir in einer Art, ja, systematischen Betrachtung, könnte man sagen, in den Blick genommen. Und das wird im Laufe des Vortrags klar werden. Ich beziehe mich auf einen Bereich, wenn Sie so wollen, der ästhetischen Erfahrung, nämlich auf das Theater. Sprechen wir über ästhetische Erfahrungen, so erwartet uns ein weites Feld. Zunächst und zumeist werden wir ästhetische Erfahrungen mit den Künsten in Verbindung bringen, mit Literatur, bildender Kunst, Musik, Tanz und Film und vielen weiteren Künsten, vielleicht auch mit den neuen Medien. Wir werden aber wahrscheinlich auch über ästhetische Erfahrungen in Bezug auf das Design oder die Natur sprechen. Und schließlich lassen sich ästhetische Erfahrungen auch im Alltag machen, in der Betrachtung von Gegenständen, beim Spielen und in der Liebe, in der Erziehung und der Therapie, eigentlich überall. Denn dass wir etwas als schön, geschmackvoll, anregend oder auch hässlich, widerlich und abstoßend erleben, erscheint nicht nur in Auseinandersetzung mit Kunst, Design und Natur, sondern prinzipiell an allen Orten und mit allen Gegenständen möglich. In diesem Sinne kann man auch Erfahrungen mit seinem Leben als ästhetische begreifen, in denen dieses Leben als gelungen, harmonisch und interessant oder eben auch als nicht gelungen, problematisch und langweilig erscheint. Schwieriger wird es, wenn wir bestimmen wollen, was das Ästhetische der ästhetischen Erfahrung ausmacht.
im Kontext der philosophischen Debatte, jetzt kommt doch so ein bisschen Geschichte, oh, nicht noch. Im Kontext der philosophischen Debatte, in der der Begriff der Ästhetik vor allem ausformuliert wurde, wurde er als Theorie der Schönheit, zum Beispiel als ideelle Schönheit bei Platon, als göttliche bei Thomas von Aquin oder als artistische Schönheit, also als Schönheit, die durch die Künste, durch die Künstler hergestellt wird, bei Alberti diskutiert, als Theorie der Kunst. Das ist sozusagen der zweite Strang, Theorie der Kunst. Auch da die göttliche Kunst, die wir bei Homer finden, die poetische Kunst bei Aristoteles oder auch die pragmatische Lebenskunst bei Montaigne. Oder auch als Theorie der Sinnlichkeit bzw. der Erfahrung, als imaginierende Erfahrung, könnte man sagen, bei Leonardo da Vinci, als körperliche im französischen Sensualismus oder als wissenschaftliche dann bei Alexander Baumgarten verstanden. Ne? Also ästhetisch in drei Dimensionen, Schönheit, Kunst und Sinnlichkeit sind in der Erfahrung. Es lässt sich, und das können wir auch noch vertiefen, es lässt sich historisch zeigen, dass sowohl die Schönheit wie auch die Kunst ihre Leitfunktion für die ästhetische Debatte in der Moderne verloren haben. Moderne, ist ein, klar, ein umstrittener, großer Begriff, meint in etwa so der Zeitraum seit der Aufklärung. Die Schönheit hat diese Funktion verloren, weil sie entweder auf normative, nicht mehr allgemeingültige Prinzipien, also zum Beispiel der Symmetrie, der Proportion, der Harmonie und so weiter, einer Regelpoetik bezogen ist, die individuelle Geschmackspräferenzen nicht berücksichtigt. Schönheit hat die Funktion auch verloren, weil sie neben und gleichberechtigt mit anderen ästhetischen Prädikaten wie Erhabenheit, Interesse oder Irritation in eine Konkurrenz eingetreten ist. Oder weil sie in der ästhetischen Praxis häufig auf das sinnlich Angenehme und Ansprechende reduziert erscheint. Wenn wir einfach sagen, wir finden das Bild schön. So. Ja. Nett. Die Kunst hat ihre Leitfunktion verloren, weil schlicht nicht von der Hand zu weisen ist, dass nicht nur die Kunst, sondern eben auch die Natur, das Design oder der Alltag gegenständige ästhetische Erfahrungen sein können. Die aktuellen Debatten, zumindest soweit ich dieses Feld, was ja sehr groß ist, die herumgegebenen Bücher zeigen es, und auch ständig wächst, also die aktuellen Debatten zeigen eigentlich sehr deutlich, dass in der Moderne mit der Aufklärung die ästhetische Erfahrung in den Mittelpunkt der ästhetischen Betrachtung gerückt ist. Und sie zeigen auch, dass mit der Erfahrung die alten ästhetischen Fragen nach der Schönheit im Sinne eines bejahenswerten Lebens oder auch die Fragen nach der Kunst im Sinne einer Stilisierung des Lebens durchaus noch aktuell sind. Wir machen also ästhetische Erfahrungen mit unserem Leben oder auch mit Gegenständen, wenn wir es als schön empfinden und wenn es sich einer künstlerischen Gestaltung verdankt. Die moderne Fokussierung auf die ästhetische Erfahrung aber zeigt an, dass die Frage des Ästhetischen stark auf Sinnlichkeit und auf Subjektivität bezogen ist. Und ich möchte jetzt, das habe ich am Anfang ja schon angekündigt, müsste jetzt die ästhetischen Erfahrungen mit Blick auf theatrale Erfahrungen nachgehen und werde das an einem kleinen literarischen Beispiel tun. Also ich werde jetzt immer wieder aus einem Text von Karl-Heinz Bohrer, einer Art Autobiografie mit dem Titel Granatsplitter, einige Momente herausstellen und die dann mit Blick auf ästhetische, schrägstich theatrale Erfahrungen interpretieren. Diese Erzählung von Karl-Heinz Bohrer, die 2012 erschienen ist, wird aus dem Blickwinkel eines Jungen entwickelt. Also Bohrer spricht konsequent von er, nicht von ich. Ist insofern keine klassische Autobiografie, weil damit natürlich eine gewisse Differenz auch ins Spiel kommt. Sie umfasst die Zeit zwischen 1939 und 1955. Bohrer selbst ist 1932 geboren und spielt in Köln und Umgebung, das fand ich jetzt irgendwie auch passend, und einem Internat in Süddeutschland und in London.
Die ästhetische Erfahrung, um die es hier gehen soll, ist eine theatrale und sie bezieht sich auf eine Theateraufführung, die 1949 in der Obertertia im Internat stattfindet. Als der Junge von einem Deutschlehrer gefragt wird, ob er bei der nächsten Aufführung mitmachen wolle, war er, ohne zu wissen, um welches Stück oder welche Rolle es sich handeln sollte, elektrisiert. Diese Empfindungen wird mit Erinnerungen an vergangene Theaterstücke, die er gesehen hat, also Goethes Iphigenie auf Tauris und Büchners Leons und Lena, und hierbei dann erstens mit dem Rätselcharakter der Stücke, ne, diese elektrisiert sein Rätselcharakter der Stücke, zweitens mit der Hauptdarstellerin Cora und drittens mit dem interessanten Deutschlehrer in Verbindung gebracht. Ne, verschiedene Ebenen, die da eine Rolle spielen. Die Theatergruppe übt dann eine Komödie von Shakespeare ein, nämlich Wie es euch gefällt, die, Sie werden das wissen, den bedeutsamen Satz enthält, dass die ganze Welt eine Bühne sei. Das wird also noch wichtig werden in den Folgen für die theatrale Erfahrung. Und der Junge soll hierbei den Orlando spielen, einen jungen Landadligen, der sich in Rosalinde, die Tochter eines verbannten Herzogs, verliebt. Und nun geschieht etwas, was sich in einem ersten Zugang wohl als ästhetische Erfahrung bezeichnen lässt. Also ich zitiere ein bisschen länger. Als sie allmählich ihre Rollen auswendig konnten und dazu übergingen, auf der Empore im großen Festsaal der Szenen richtig zu spielen, da war es ein Wunder, dass keiner merkte, wie die Rolle für ihn zur Wirklichkeit geworden war. Ja, die Rolle war zur Wirklichkeit geworden. Zitat: Der Junge war zu Orlando geworden, ein junger Gentleman mit Leidenschaft, Furchtlosigkeit und Witz, der von Feo, die Rosalinde spielt, geliebt werden musste. So jedenfalls mutmaßte er. Reflexionen über Sein und Schein des Theaters führen ihn dann bei der Aufführung des Stückes in eine ambivalente Gefühlswelt. Zitat weiter von Bora: Er hat eine Erregung bei dem Gedanken empfunden, dass das Theater einen in eine spannende Lebensszene hineinzog und man gleichzeitig doch wusste, dass es ein künstliches Bild auf der Bühne war. Dieses doppelte Gefühl hatte er sich nicht erklären können. Es war einfach da. Je stärker er die Künstlichkeit wahrnahm, umso stärker war auch der Eindruck von einem richtigen Leben. Das Leben hinter dem Vorhang war ein anderes Leben. Die Farben waren stärker. Jeder Eindruck war stärker, aber es war ein richtiges Leben, sogar noch nachwirkender als das Alltägliche. Wichtig war dieses Hin und Her des Eindrucks. Daraus entstand wieder das sich bei ihm häufig einstellende Gefühl von etwas Wichtigem, Besonderem und auch Geheimnisvollem. Zitat Ende. Welche an dieser Stelle erstmal die Darstellung der Theatererfahrung des Jungen ab. Die gehen in der Erzählung selber noch weiter, beziehen sie also auch auf das Theaterspielen in der Schule, das Lesen von Theaterstücken, auch die Theaterbesuche in öffentlichen Theatern. Um einige Aspekte der hier dargestellten Szene sozusagen herauszuheben. Auch wenn sich konstatieren lässt, dass in der dargestellten Jugendzeit, als Zeit der Fantasien und Träume, der Suche nach Sinn und Identität, nach Gemeinschaft und Liebe, der Auseinandersetzung mit sich und dem Leben insgesamt eine besondere Rolle spielt, so scheinen doch die im Theater gemachten Erfahrungen für das Verstehen und die Haltung gegen dem Leben doch wiederum besonders entscheidend für den Jungen zu sein. Für ihn bedeutet die Aufführung des Shakespeare-Stücks nicht mehr und nicht weniger als einen, Zitat, Bruch in der Internatszeit. Es gab ein Vorher und ein Nachher. Also eine ganz weitgehende, könnte vielleicht sogar sagen, existenzielle Erfahrung. Nun liegt die bedeutsame spezifische Differenz, die das Theaterspiel von anderen ästhetischen Feldern unterscheidet, in einem ästhetisch-körperlichen Bereich des probehaften Rollenhandelns. Ja, im Theaterspiel haben wir die Möglichkeit, eine fiktive Biografie auszuprobieren. Wir können Rollenprozesse so vollziehen, dass sie nicht wirklich von uns vollzogen werden. Die damit verbundene Selbstdistanz ermöglicht die Reflexion, wie das Ergriffenwerden durch die Rollen gleichermaßen. Man kann also im Theaterspielen einen virtuellen Möglichkeitsraum eröffnen, der in seiner Uneigentlichkeit seine ihm eigenen Wirklichkeiten und Wirkungen auf die Spielenden entfaltet. Und man kann dieses Dual von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit am
eigenen Leibe erfahren, ne? Also das Elektrisiertsein etwa. Menschen erfahren sich im Theater, und das ist für diese theatrale Erfahrung höchst relevant, in der Spannung von stilisierendem Produzenten, körperlichem Material und inszeniertem Produkt des theatralen Prozesses. Theaterspielen, folgen wir hier Bohrer, ne, heißt zugleich eine Rolle oder Figur verkörpern, diese Rolle oder Figur reflektieren und mit den für sie und für den Darsteller möglichen Präsentationsformen zu experimentieren. Dazu komme ich noch. Diese Aufführungen hinterlassen eine körperliche Signatur. Bildungs- und Lernprozesse werden hier abgespeichert. Aufführungen kreieren aber auch neue Körperstile, experimentieren mit vielfältigen, potenziell unendlichen Körperformen und Prozessen. Über die theatralen Erfahrungen hinaus, also im engeren Sinne, kennzeichnet ästhetische Erfahren, dass sie als Erfahrung der Ambivalenz oder des Zwischen gelten können. Etwa, wie in der Erzählung berichtet, zwischen dem Bewusstwerden der eigenen Sinnlichkeit, den individuellen Erfindungs- und Wahrnehmungsqualitäten auf der einen Seite und dem kulturell bedeutsamen Symbolrepertoire der Ästhetik einer Kultur, also dem Shakespeare-Stück, dem sozialen kulturellen Codes auf der anderen Seite. Aber auch die Ambivalenz zwischen Sein und Schein wird bedeutsam. Das Theaterspiel schafft sich seine eigene geschlossene Realität, indem es bestimmte Markierungen verwendet, die zur Rahmung der Situation als Theater führen. Hierzu dienen Organisationsmerkmale, Räume, Zeiten, die zur metakommunikativen Heraushebung führen. Das ist hier jetzt ein Spiel. Das ist nicht wirklich, sondern ein Spiel. Vor allem Gregory Bateson hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Spielhandlung durch die Rahmung ein Paradox entfaltet. Ein Kuss im Theaterspiel ist ein Kuss und doch kein Kuss. Er ist Realität und ist doch nur dargestellte Realität. Barbora heißt es wörtlich, das Theater ist Wirklichkeit und gleichzeitig Nichtwirklichkeit. Ästhetische Spiele sind paradoxe Gebilde, da sie Wirklichkeiten in Geltung versetzen und zugleich die Konstruiertheit dieser Geltungen betonen. Für das Theater bzw. Schultheater bedeutet dies, so Leopold Klepatzky, der mit mir zusammen diese Geschichte der ästhetischen Bildung auf den Weg gebracht hat, dass der Spielende sowohl als Darsteller einer bestimmten Figur handelt, als auch in dieser Figur erlebt und somit die Gleichzeitigkeit von Lebensrealität und Spielrealität in sich vereinigen muss. Zitat Ende. Was gelegentlich für die Beteiligten, also wie zu lesen ist, zu Irrungen und Wirrungen führen kann. Das ästhetische Theaterspiel zeigt also die Gesellschaft in Form einer Aufführung. Es führt vor, wie man die Welt verstehen kann. Das Spiel zeigt uns als Konstruktion, wie wir die Welt konstruiert haben. Und weil das Theater Bilder des Alltags in Szene setzt, werden diese dessen soziale Korsettstangen als inszenierte wahrnehmbar. In diesem Blickwinkel bekommt auch die Realität einen spielerischen Charakter und wir erinnern uns ihrer konstruierten und plastischen Struktur. Die Kritik und Subversivität, von der in den Theateranalysen immer wieder gesprochen wird, rührt daher, dass der künstliche Charakter, dass der künstliche Rahmen des Theaters die Künstlichkeit des Alltags in Frage stellen kann. Das Theater zeigt, dass der Alltag nur Theater ist und fungiert in diesem Sinne nicht als Illusions-, sondern als Desillusionsmaschinerie. Wäre vielleicht auch ein Aspekt von Widerständigkeit. Im Theater entsteht im Zusammenspiel von Akteuren und Zuschauern eine gemeinsame Wirklichkeit, was die Idee nahelegt, dass Wirklichkeit immer nur etwas ist, was hergestellt und co-konstruiert ist. Die Wirklichkeit ist nicht das, was sie scheint, weil sie immer anders erscheint bzw. erscheinen kann. Und die theatrale Wirklichkeit wirkt wohl dort am wirklichsten, wo ihre Konstruktivität am deutlichsten gezeigt wird. Wenn man so eine erkenntnistheoretische These aufstellen könnte, würde es wahrscheinlich in diese Richtung gehen, das Reale ist realistisch nur als Fiktion.
Bei Buddha heißt das so, das war es. Alles war verwandelt, die Wirklichkeit war zu etwas anderem geworden. Zitat Ende. Generalisieren wir an dieser Stelle, so lässt sich behaupten, wer sich ästhetisch zur Welt verhält, verhält sich in epistemologischer und praktischer Differenz, in ästhetischer Aufgehobenheit zu ihr. Er nimmt das Leben und die Wirklichkeit aus als Perspektiven wahr und kann sich somit einen Spielraum von Sinnlichkeiten, Wahrnehmungen und neuen Wirklichkeiten verschaffen. Kommen wir jetzt dazu, den Begriff der ästhetischen Erfahrung nochmal sozusagen etwas weiter und auch enger, wenn man so will, zu fassen. Vergegenwärtigen wir uns die Erfahrung des Jungen in den Granatsplittern, so lassen sich dessen Erfahrungen als Meta-Wahrnehmungen, das heißt als Wahrnehmungen der eigenen Wahrnehmung bzw. der eigenen Wahrnehmungsmuster verstehen. In diesen Meta-Wahrnehmungen steht der Vollzug der Wahrnehmung mit seinem Spielraum an sinnlich selbstbezüglichen Leistungen im Mittelpunkt. Also derjenige Theoretiker, der das vor allem ausgearbeitet hat, ist Martin Seel, der wahrscheinlich auch schon mal eine Rolle gespielt hat. Der ästhetischen Erfahrung geht es nicht wie dem ästhetischen Werturteil um das Begründen oder die Begründbarkeit etwa künstlerischer Gattungen, sondern um die Selbstbezüglichkeit der Wahrnehmung. Im Vorherrschen der Vollzugsorientierung in der Meta-Wahrnehmung wird erstens die Wahrnehmungstätigkeit selbst zum Zweck der Wahrnehmung. Ich nehme wahr, um wahrzunehmen. Also bei Bohrer gibt es eine Stelle, da heißt es, das Leben war eben doch nicht so direkt zu erleben, wie er sich das wünschte, sondern nur, wenn man so will, über die Wahrnehmung des Lebens, über das, was als sinnliche Erfahrung sagen, auf ihn zukommt. Zweitens rückt im Verweilen der Wahrnehmung auch ihr Objekt stärker in den Blick. Zitat Bohrer, aber er spürte durch die deutsche Übersetzung der Sätze hindurch, wie witzig sich das auf Englisch anhören musste. Also er bekommt sozusagen ein Gefühl dafür, wie Sprache funktioniert und welche Effekte die in dem Falle haben kann. Und drittens sind mit der sinnlichen Wahrnehmung auch leibliche Wahrnehmungsprozesse, propriozeptive Spürungsqualitäten verknüpft. Zitat wieder Bohrer, der schwere geschlossene Vorhang in tiefroter Farbe hatte eine Anziehung auf ihn ausgeübt, für die er kaum die richtigen Worte fand. Man wird dadurch ergriffen. Dieser Begriff der ästhetischen Erfahrung greift die Doppelstruktur der Erfahrung auf, die sich aus einer aktiven und einer passiven Seite zusammensetzt oder zusammensetzen lässt. Die aktive Seite der Erfahrung besteht im Ausprobieren, im Versuchen, im Sich-Aussetzen, im Erfahrungen machen. Die passive Seite im Erleiden und Hinnehmen, in der Widerfahrnis von Dingen und Sachverhalten. Anders formuliert, es reicht wohl nicht aus, sich von den Phänomenen nur ansprechen bzw. sich nur auf sie einzulassen, also ihre Widerfahrnisse zur Kenntnis zu nehmen, sondern für eine ästhetische Erfahrung geht es auch um die reflexive Auseinandersetzung mit diesen sinnlichen Widerfahrnissen. Mit der Reflexion der Wahrnehmung ist also primär keine Theoretisierung der Leistungen, Bedingungen und Implikationen dieser Wahrnehmung verbunden, sondern zunächst ein anderer Erfahrungshorizont von Welt, anderem und ich. Damit kennzeichnet die ästhetische Erfahrung ein synästhetisches Vernehmen von Erscheinungsqualitäten von Gegenständen, das sich durch die Momente der Offenheit und Pluralität, durch Unmittelbarkeit, Prägnanz und Gegenwärtigkeit auszeichnet. Die mit der Meta-Wahrnehmung verknüpfte Selbstzweckhaftigkeit verweist darauf, dass es in ihr nicht um genuin theoretisch explikative, noch um genuin pragmatisch poetische Anstrengungen, sondern um eine in einer gleichschwebenden Aufmerksamkeit gewonnene sinnliche Konstellation von sich wechselseitig ins Spiel bringenden Erscheinungsqualitäten von Ich, Welt und Wahrnehmung geht. Auch hier wieder so eine These. Die Meta-Wahrnehmung der ästhetischen Erfahrung ist die Entlastung von Sinn, vom Sinn der Sinne, von den eingespielten Sinnlichkeiten, die wir haben. Denn die Meta-Wahrnehmung spielt mit diesem Sinn.
Und jetzt glaube ich, man hat das ein bisschen schematisch jetzt gemacht, kann man im Grunde genommen zwei Richtungen in dieser Debatte ausmachen. Die eine Richtung der Debatte geht darin zu sagen, ästhetische Erfahrungen haben was mit Grenzerfahrungen zu tun. Das werde ich zunächst diskutieren, ein bisschen darstellen. Und dann gibt es eine andere Perspektive, die sagt, ästhetische Erfahrungen haben eher was mit Ganzheitserfahrungen zu tun. Anderes Modell. In der ästhetischen Erfahrung ist also der Mensch in einem intensiveren Austausch mit sich und den Dingen. Damit ist ein bestimmter Ereignischarakter verknüpft, da sie in ihnen neue Bedeutsamkeiten bilden können. Hierbei geht es also nicht, dezidiert nicht um Gewohnheitserfahrungen, sondern um Erfahrungen einer Andersartigkeit oder um ein Anderswerden der Erfahrung. Also man sieht plötzlich mit anderen Augen, hört mit anderen Ohren. Martin Seel fasst die Leistung der ästhetischen Erfahrung wie folgt zusammen, ich zitiere ihn, sie lassen bis dahin Unmögliches möglich und bis dahin Mögliches unmöglich werden. Zugleich aber machen sie spürbar, dass in den bekannten Möglichkeiten Unmöglichkeiten und in den bekannten Unmöglichkeiten Möglichkeiten lauern und dass dieser Latenzzustand die Gegenwart ist. Bei Bohrer war die Rede von einem Gefühl von etwas Wichtigem, Besonderem, auch Geheimnisvollen. Bei Adorno wird vom Rätselcharakter der Kunst gesprochen. Charakter, der dadurch entsteht, dass es keines Rätsels Lösung, sondern nur seinen sinnlichen und körperlichen Nachvollzug gibt. Zitiere Adorno, machen Kunstwerke nichts nach als sich selbst, dann versteht sie kein anderer, als der sie nachmacht. Ästhetische Erfahrungen kommen nicht einer Auflösung des Rätsels näher, sondern gleichen einer stetigen Verrätselung. Warum gefiel ihm das eigentlich so, fragt sich Bohrer. Gemeint ist hier ein Refrain aus Was ihr wollt. Warum gefiel ihm das eigentlich so? Etwas Kühnes, Unbekümmertes ging von diesem Refrain aus, das ihn zutiefst befriedigte und das er innerlich nachahmen wollte. Er setzt sich also mit diesem Rätsel, mit diesem Fremden auseinander, ohne da letztlich eine Lösung zu finden. Ästhetische Erfahrungen bringen also eine sinnliche Intensivierung, eine anschauungsbezogene Distanzierung und eine erfahrungsrelative Dekonstruktion von Wahrnehmung mit sich. In der ästhetischen Erfahrung wird die Selbstwahrnehmung zur Fremdwahrnehmung. Die Grundsituation der ästhetischen Erfahrung ist hier die Erfahrung eines anderen, also in dem Falle das Stück oder auch Situationen aus dem Stück, auf die das Subjekt eine Antwort finden muss. Es fällt uns etwas auf, was wir bisher nicht wahrgenommen haben. Das andere wird in der ästhetischen Erfahrung zum Ausdruck einer möglichen Welt und damit dekonstruiert die ästhetische Erfahrung die ontologische Statik, weil mit ihr andere ästhetische, aber auch theoretische und praktische Möglichkeitsspielräume aufscheinen. Bei Bohrer, es war wie in Komödien, in denen die Personen sich als etwas anders herausstellten als das, was sie zu sein scheinen. Das ist was anderes möglich. In dem Falle ist also die ästhetische Erfahrung eine liminale Erfahrung, eine Grenz-, Übergangs- oder auch Unterbrechungserfahrung. Man löst sich von gängigen Wahrnehmungsformen, Geschmacksurteilen, von bedeutsamen Fantasien, etablierten Ausdrucksweisen. In dem Sinne können ästhetische Erfahrungen auch Transformationen und Bildungsprozesse der ästhetischen Subjekte bedingen. So finden wir in der ästhetischen Erfahrung Grenzziehungen zwischen Bewussten und Unbewussten, Manifesten und Latentem, Alltagserfahrungen, Kunsterfahrungen, selbstzweckhaften und selbstbezogenen Erfahrungen. Wir finden Beziehungen zwischen Selbstwelt und dem Sozialen, zwischen Eigen- und Fremdzeiten, Eigen- und Fremdräumlichkeiten, Materialität und Bedeutung, Affirmation und Negation, Unaussprechlichkeit und Sprachfindung und so weiter. In der ästhetischen Erfahrung macht also der Mensch Erfahrung mit seinen Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Geschmacksmöglichkeiten und Grenzen. Sie haben eine eigenwillige psychische Dialektik. Sie verwickeln die Menschen in sinnlich-emotionale Sachverhalte und distanzieren sie gleichzeitig von ihnen. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Also es ist immer beides drin. Es ist dieses sich hineingezogen fühlen in diesen Erfahrungen, in die Situation, aber gleichzeitig auch die Distanz. Zwar lassen sich ästhetische Erfahrungen prinzipiell an allen Gegenständen, also und
der Natur des Designs und der Kunst machen. Doch die Kunst scheint in besonderer Weise für solche Erfahrungen prädestiniert. Das legitimiert jetzt noch mal ein Stück weit, warum ich auch auf Theater, also auf eine Kunstform eingegangen bin. Kunstwerk und kunstspezifische Handlungsformen bringen uns einer spezifischen Weise vor uns selbst, sodass in ihrer Erfahrung der alltägliche Weltbezug in der Wahrnehmung des Kunstwerks aufgehoben ist. Folgen wir dem Philosophen Dieter Hendrich, so vergegenwärtigt uns die Kunst, Zitat, Prozesse des bewussten Lebens in einen wirklichen Vollzug und zugleich doch so, dass sie nicht auch schon wirklich von uns vollzogen sind. Die Distanz in der Betrachtung wird also nicht aufgehoben, aber sie wirkt nunmehr dahin, dass deren Gehalte uns ergreifen können. Das ist immer beides, Distanz und Engagement. Zitat Ende. In diesem Kunstsinne sind Kunstwerke ein besonderer Ausdruck der ästhetischen Erfahrungsfähigkeit des Menschen, die mit ihrer modellhaften Intensität eine besondere Relevanz, nämlich in Fragestellungen, Bestätigung oder aber auch Veränderung von Selbst- und Weltverständnissen für das Subjekt zeitigen können. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil, also zu den ästhetischen Erfahrungen als Erfahrung des Ganzen. Im Unterschied zu Theoretikern, die die Grenzziehungen der ästhetischen Erfahrung betonen, kann das ästhetische Modell von John Dewey als Modell der Entgrenzung bzw. der Ganzheitlichkeit der ästhetischen Erfahrung gelten. Dewey geht davon aus, dass der Ursprung der Kunst in der menschlichen Erfahrung liegt. Kunst als Erfahrung, also so das berühmte Grundlagenwerk von ihm in dieser Perspektive, Kunst als Erfahrung meint, Gegenstände der Kunst so wahrzunehmen wie alle anderen Lebensbereiche. Das bedeutet aber auch, dass für Dewey jede Erfahrung ästhetisch im Sinne einer sinnvollen und ganzheitlichen Dimension ist. Also schon das Betrachten eines Glases, des Tisches, des Bleistifts, alles ästhetisch. Während im lebensweltlichen Alltag häufig weder Zeit noch Raum bleibt für geordnete Erfahrungen, bilden anhand der Kunst gewonnene Erfahrungen Möglichkeiten des Bewusstwerdens von Harmonie, Einheit, Klarheit und Vollständigkeit. Damit verbunden sind auch Individualität, also nach Dewey, Individualität, Intensität und Emotionalität. Kurz nach Dewey geht der Mensch in der rhythmischen Harmonie ästhetischer Erfahrung ganz auf. Zitat Dewey, in dem Maße, in dem Erfahrung eine Erfahrung ist, bedeutet sie erhöhte Vitalität. Sie bedeutet den aktiven, aufgeweckten Umgang mit der Welt. Auf ihren Höhepunkt bedeutet sie die vollständige gegenseitige Durchdringung des Ich und der Welt der Dinge und Ereignisse. Selbst in ihren rudimentären Formen, also den rudimentären Formen der Kunst, enthält sie das Versprechen einer genussvollen Perzeption, die wir als ästhetische Erfahrung bezeichnen. So, Zitat Dewey. Die Kunst wiederum ist als Formgebung des Stoffes in der Lage, das Unbedeutende bedeutend werden zu lassen, dem Unscheinbaren einen Wert zu verleihen und dem Alltäglichen etwas Transzendentes abzugewinnen. Vielleicht sind die Ready-Mades, wenn man so will, ein Beleg für das, was Dewey hier im Auge hat. Gerade weil das Kunstwerk eine abgerundete, intensive Erfahrung darstellt, Zitat, hält es die Kraft lebendig, die gewöhnliche Welt in ihrer ganzen Fülle zu erfahren. Dies tut es, indem es die Rohmaterialien jener Erfahrung auf einen durch Form geordneten Stoff reduziert. Zitat Ende. Ein Kunstwerk ist also ein wahrnehmbares, in Form gebrachtes Ganzes, das aus der Integration von Einzelelementen besteht. Nochmal, Dewey, danach mag man Kunst definieren als das Wirken jener Kräfte, die die Erfahrung eines Ereignisses, eines Objektes, einer Szene oder Situation zu ihrer eigenen integralen Erfüllung. Das sind immer diese Ganzheitsmetaphern, die hier ins Spiel kommen, die eigenen integralen Erfüllung bringen. Nach Dewey, und das ist für den Kontext auch der ästhetischen Bildung durchaus interessant, sind nur wenige Menschen in der Lage, ihre ästhetischen Erfahrungen künstlerisch zu verwirklichen. Damit dies gelingt, müssen sich nach Dewey die Konzeption des Werkes und die Realisierung im Schaffensprozess idealerweise wechselseitig auseinanderentwickeln. So gewinnt beides parallel an Gestalt und wird zu einer Einheit, in der sich der Rhythmus der Erfahrung wiederfinden lässt.
Stoff und Form müssen sich also gleichsam aneinander abarbeiten, sodass sie sich wechselseitig bestimmen. Und weil immer wieder neue Erfahrungen zum Ausdruck drängen, braucht es auch dafür immer wieder neue Inhalte und immer wieder neue Formen. Wie sich diese Gestaltung sozusagen der Künstlerinnen denken lässt, hat Hans Joas dann konzise zusammengefasst. Auch hier ein Zitat: Das künstlerische Schaffen, so Joas, transformiert präkognitive Erfahrungen in eine neue Gestalt. Der Schaffensprozess ist darauf angelegt, der Wirklichkeit neue Seiten abzugewinnen, neue Erfahrungsmöglichkeiten zu erkunden, die dann zu einer neuen Bedeutungsganzheit, nennt er das, ne, Bedeutungsganzheit werden. Das Streben nach einer Erfahrung, nach der ganzheitlich sinndurchströmten Handelns, führt im künstlerischen Schaffen also zu Werken, durch die neue sinnliche Erfahrungsmöglichkeiten auch für andere Personen als Künstler selbst in die Welt kommen. Zitat Ende. Die ästhetische Erfahrung, vor allem also auch die artistische Erfahrung, dient nach Thuy letztlich dem Leben, dem Individuellen und dem Sozialen. Sie ist nichts weiter als eine organische Anpassung durch Ausweitung. Weil, Zitat nochmal Thuy, weil Leben weiter besteht und wenn es sich über seinen Fortbestand hinaus weiterentwickelt, so bedeutet dies zugleich ein Überwinden von Widerständen und Konflikten. Es bedeutet deren Umwandlung in verschiedenartige Aspekte eines kraftvolleren und bedeutungsreicheren Lebens. Zitat Ende. Die Kunst befriedigt diese Sehnsucht nach Überwindung von Spannungen und der Erfahrung von Harmonie, indem sie eben solche, genau solche Erfahrungen ermöglichen. Um in den Genuss dieser Erfahrung zu kommen, braucht es Zeit, die einem Kunstwerk inhärenten Spannungen und Widersprüche, Rhythmen und Harmonien bedürfen einer intensiven und zeitaufwendigen Rezeption, wie man sich nicht vorab einer schnellen, subjektiven Interpretation überlassen. In der Erfahrung des Wechselspiels der Elemente eines Kunstwerks wird zugleich der Eindruck erzeugt, dass dieses Spiel über das Kunstwerk hinaus in den Bereich des Lebens hinüberspielt. Diese transzendente Struktur der Kunst ist wiederum auch für die ästhetische Bildung bedeutsam. Mit ihrer Hilfe, also mit sozusagen einer Imagination, bei Thuy heißt das, ästhetische Erfahrung ist imaginativ, also mit dieser transzendenten Struktur der Kunst, entstehen neue experimentelle Selbstbeziehungen, die den Einzelnen seine Energien und Rhythmen weiterentwickeln. Es entstehen Fantasien, die neue Beziehungen in der Welt herstellen und das Vertraute wie neu erscheinen lassen. Und schließlich entstehen auch neue soziale Beziehungen, indem in der Kunst die Verbundenheit mit anderen Menschen imaginär thematisch wird. Kunstwerke, so Thuy, sind das einzig mögliche Mittel zur vollständigen und ungehinderten Kommunikation von Mensch zu Mensch und machen den Menschen bewusst, dass sie untereinander eine Einheit bilden, eine Einheit im Blick auf ihren Ursprung und ihre Bestimmung. Zitat Ende. Also da wird im Grunde genommen ein sehr hehrer, ein sehr weitgehender Anspruch formuliert. Können Sie noch? Und jetzt wollte ich noch zum Körper kommen und zu somatischen Erfahrungen und auch ein bisschen was zur Kritik, weil mir das jetzt ein bisschen zu harmonistisch war mit dem Thuy. Okay. Nur eine genussvolle, rezeptive Perzeption, also so Thuy, erscheint für die ästhetische Erfahrung allerdings vielleicht ein wenig zu wenig. Gelegentlich erscheinen auch Kunstwerke bei Thuy nicht als harmonistische Beruhigungsmittel, sondern auch als energetische Medien, die in sich ebenso das menschliche Bedürfnis nach Geordnetheit und Systematik wie auch das nach Überraschung und Irritation und Kritik enthalten. Dem will ich jetzt so ein bisschen nachgehen. Also kann die ästhetische Erfahrung auch als Ort der Kritik gelten? Wobei die kritischen Maßstäbe nicht für ein für allemal festgestellt werden können, sondern sich in der Auseinandersetzung mit Gegenstand und Position immer wieder hervorgebracht werden, je anspruchsvoller, je undogmatischer und origineller. Lassen sich ästhetische Erfahrungen nicht auch als Krisenorte der Infragestellungen und Herausforderungen, in denen sich nichts von selbst versteht und in denen alle Faktizität und Geltungsansprüche nach kritischer Auslegung und Umsetzung verlangen, verstehen? Bei Bohrer heißt es,
wichtig war dieses Hin und Her des Eindrucks. Wir kommen nochmal auf diesen einen Aspekt zurück. Was sich übersetzen lässt in ästhetische Erfahrungen sind ambivalent. Ja, aus lateinischen ambo, also beides, und valere gelten. Was zunächst also meint, es ist doppeldeutig, doppelwertig, zwiespältig. In dem Sinne, dass einer Person gleichzeitig einander entgegengesetzte Gefühle, Bestrebungen und Einschätzungen bestehen. Kurt Lüscher spricht bei der Ambivalenz von einem Oszillieren zwischen polaren Gegensätzen oder auch von Erfahrungen des Vaszillierens zwischen entgegengesetzten Polen. Das heißt also von Prozessen des Zögers und Zauderns, des Innehaltens und Balancierens. In der ästhetischen Erfahrung könnte man sagen, lässt sich der Mensch bestimmen, er bestimmt sich zugleich selbst, erreicht dadurch einen Zugang zu einer transzendenten, schöpferisch entdeckten Realität. Zitat wieder Bohrer: Nach der Aufführung erzählte er der Regisseurin, was er an der Figur des Tempelhahn, also da geht es um Nathan den Weisen, Besonderes herausgefunden habe. Sozusagen neu entdeckt und neu deutlich geworden. Lassen sich ästhetische Erfahrungen auch als Prozesse des Zögerns und Zauderns, des Innehaltens, des Balancierens, der Neubewertung und des Experimentierens verstehen, so bergen sie vielleicht auch Möglichkeiten neuen Verstehens und Darstellens mit den Möglichkeiten auch der Kritik. Ästhetische Erfahrungen können insofern als kritisches Korrektiv oder auch als Regulativ von Formen und Prozessen der Gesellschaft und Politik fungieren. Ästhetische Erfahrung befähigt zur Relativierung, zur Skepsis, zur Ironie, aber auch zur Artikulation, zur Selbstvergewisserung, zum Experiment und damit auch zur Lebenskunst und Lebensfreude. Denn einerseits geht es in den ästhetischen Erfahrungen letztlich immer um das Leben, bei Bohrer heißt es, das Leben, die unmittelbaren Gefühle steckten immer hinter den Wörtern. Worte, die Szenen verweisen immer letztlich auf das Leben. Was bei Bohrer auch heißt, dass das Leben nur durch Worte, also indirekt, ästhetisch zu erleben ist. Zum anderen erscheint das ästhetische theatrale Leben als das Richtige, Wichtige und Besondere, kurz das andere Leben, das die Wirklichkeit in Frage stellen, verbessern und vervollständigen kann. Zitat Bohrer: Er hätte das Stück am liebsten jeden Tag gespielt. Er wollte eigentlich in ihm leben. Alles war verwandelt, die Wirklichkeit war zu etwas anderem geworden. Zitat Ende. Ästhetische Erfahrungen erscheinen in der Moderne auch als der Ort, an dem Menschen ihre Individualität darstellen, beziehungsweise als der Ort, an dem Menschen über die Sinne eine ausgezeichnete Beziehung zwischen sich und der Welt herstellen können. Und sie tun das nicht nur reflexiv in Bezug auf ihr Anderen- und Weltverhältnis, sondern vor allem auch reflexiv in Bezug auf ihre Einstellungen und Intentionen oder in Bezug auf ihre Sinnlichkeit und Körperlichkeit. Ästhetische Erfahrungen erscheinen als besondere Erfahrungen mit sich und der Welt, in denen Menschen ihr Innerstes, ihre eigenen Empfindungen, Stimmungen und Sinnlichkeiten zum Ausdruck bringen können. Man kann das, was Kant eine subjektive oder reflektierte Empfindung oder das, was eben mit Seele als Metaerfahrung genannt wurde, auch mit Ulrich Potters als ein körperliches, nicht konfrontiertes Spüren kennzeichnen. Und mit dieser Perspektive rückt der Körper stärker in die Überlegung der ästhetischen Erfahrung mit ein. Ästhetische Erfahrungen sind in dem Sinne körperlich, als sie nicht in einem bestimmten Körperteil lokalisiert, aber von Menschen mit ihrem ganzen Körper gespürt werden. Situationen ästhetischer Erfahrung erfassen dieses nicht lokalisierbare und ganzheitliche Empfinden häufig in Metaphern. So heißt es, dass Menschen in Bildern ertrinken, in Tönen baden, in Atmosphären eintauchen oder von Stimmen ergriffen werden. Oder es heißt, dass man von einer Darstellung gefesselt, von Melodien und Rhythmen getroffen oder betroffen ist. Oder dass man sich in Fantasien verstrickt oder von Leidenschaften gepackt wird. Es ist der Körper, der Menschen als sinnlich differenziertes und sinnlich differenzierendes Instrument Möglichkeiten ästhetischer Erfahrung bietet. Es sind sinnliche, körperliche Empfindungen, die in der ästhetischen Erfahrung reflexiv ausgehandelt werden. In diesem Sinne heißt es etwa bei Bohrer in Bezug auf Léonce und Lena, Zitat: Es kam ihm so vor, dass es ein Zeichen von besonderer Intelligenz war, über einzelne Sätze zu lachen. Das war einschüchternd. Es
Er war, obwohl er diese witzigen Sätze nicht wirklich begriff, dennoch angezogen von dem Stück. Es verbreitete eine traurige Stimmung, der man sich gerne überließ. Taucht man so ein. Zitat Ende. Ästhetische Bildung hätte dementsprechend die aktuellen Möglichkeiten einer reflexiven Ästhesiologie der Sinne kritisch auszubuchstabieren. Und Richard Schustermann hat vor dem Hintergrund sozusagen der pragmatischen Überlegung von Dewey dessen Ästhetik weitergedacht und zu einer Soma-Ästhetik entwickelt. Ich zitiere Schustermann: Die Soma-Ästhetik kann vorläufig als kritische und meliorative Untersuchung der Erfahrung und des Gebrauchs des Körpers als Ort sinnlich-ästhetischer Wertschätzung, Aesthesis, und kreativer Selbsterschaffung definiert werden. Sie beschäftigt sich mit den Diskursen, Erkenntnissen, Praktiken und Körperdisziplinen, die diese somatische Sorge strukturieren oder verbessern können. Zitat Ende. Schustermann entwickelt mit diesen Überlegungen Perspektiven einer ästhetischen Bildung, die den Körper als einen Ort intensiver, ganzheitlich sinnlicher und leiblicher Erfahrungen versteht. Dabei geht es um eine Entwicklung der Erfahrung, des Verständnisses und des Gebrauchs des Körpers, der in dieser Ästhetik als Medium von Aesthesis und Poiesis verstanden wird. Soma-ästhetische Wahrnehmungen und Erfahrungen sind hiermit wichtige Bausteine für Selbsterkenntnis und auch für Selbstverbesserung. Sie liefern nicht nur Informationen über Emotionen und Motivationen, sondern auch für den Umgang mit ihnen. Diese Empfindungsbildung, die gerade auch im Kontext von Kunsterfahrung gemacht werden kann, führt zu einer Bereicherung des somatischen Lebens, zu besseren Formen etwa der Bewegung und der Selbsterfahrung. Zitat nochmal Schustermann: Ein solcher Zugang würde betrachten, wie Faktoren wie ausgeglichene Atmung und Haltung, stärker ausgeprägte kinästhetische Harmonie und allgemeiner noch größeres Körperbewusstsein unser Leben ästhetisch im Sinne erhöhter Qualität und Wahrnehmung gemachter Erfahrungen bereichern können. Wenn erfolgreiches Handeln von körperlicher Wirksamkeit und diese wiederum von soma-ästhetischen Wahrnehmungen abhängt, dann erklärt sich die Verbesserung des Lebens durch die Bildung einer Aufmerksamkeit für soma-ästhetische Empfindungen. Ästhetische Erfahrungen zu machen bedeutet dann Reflexion am Selbst als Empfindungsbildung. Schustermann sagt, somatische Gefühle können durch Training verändert werden, weil sie schon das Produkt von Training sind. Schustermann plädiert also für eine Empfindungs- und Geschmacksbildung, die problematische Gewohnheiten, die er vor allem mit ästhetischen Grenzziehungen, also auch in diesem sozialen oder kulturellen Sinne in Zusammenhang bringt, ästhetischen Grenzziehungen zwischen Gruppen und Kulturen identifiziert, zugunsten der Bildung von sich überschneidenden gemeinsamen Geschmackswelten ablösen soll. Zwar können soma-ästhetische Gefühle, ästhetische Erfahrungen weder erklären noch legitimieren, doch sie sollen Menschen helfen, sich und andere zu verstehen, oder anders formuliert, sie können Menschen ästhetisch, sozial und moralisch sensibler machen. Eine soma-ästhetische Bildung hätte dann mehrere Funktionen. Sie macht Menschen sensibler für eigene Wahrnehmungen und Empfindungen, sie verhilft ihnen zu intensiveren und differenzierteren ästhetischen Erfahrungen. Sie erweitert ihre Lust-, Handlungs- und Machtmöglichkeiten, ist auch beim Vollzug tugendhafter Handlungen zugunsten anderer behilflich, das war ein Zitat von Schustermann, und vermittelt insofern einen Sinn, wie der Schustermann, für menschliche Würde, Integrität und Wert. Sinn für menschliche Würde, Integrität und Wert. Ich denke, hiermit sind auch Perspektiven einer ästhetischen Bildung angesprochen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank.